Alle technischen Arbeiten, die mit Strom, EDV, Heizung und Lüftung zu tun haben, werden mehrheitlich von unserem Sentisch-Webiband-Team erledigt. Hier sind wir im Technikraum vom Neubau vom Hotel der Schwegal. In diesem Feld, im Reich 4, sind die ganzen Vernetzungskomponenten plus alle Arbeitsplätze, die von hier aus erschlossen sind. Bei einem Stromausfall stehen in der Talstation 2 und auf dem Gipfel 3 Notstrom-Dieselgeneratoren parat. Alle Liegenschaften auf der Schagalp brauchen pro Jahr rund 1,4 Millionen Kilowattstunden Strom. Das entspricht etwa einem durchschnittlichen Verbrauch von rund 214 Einfamilienhäusern. Das Lüftungssystem des Hotels hat eine Durchlaufkapazität von ca. 650'000 Kubikmeter Luft pro Tag. Der Hotelbetrieb und die Talstation auf der Schagalp werden von Wärmepumpen mit insgesamt 30 Erdsonden geheizt. Die Erdsonden gehen bis in eine Tiefe von 120 Metern im Boden der Schwegalp.